Tour. Dat is dat eigenlijk. Ein Zufluss hat. Sondern das nur Regenwasser ist. Mit dem letzten Gewitter. Ist da natürlich in den Tümpel kein Sauerstoff mehr vorhanden. Das ist nur mehr ein älterer Radar für die Kaulquappen. Aber das ist so. Ja, du hast so eingerichtet. Und da ist es ein Schneidbock. Du musst nur damit die Gehäuslager. Richtung Murda, Richtung Radkorn. Und von da drüben sind wir umgekommen. Und von da drüben sind wir gerade umgekommen. Bläskogel und der Bläswirt. Jetzt ist da wieder Friesach zum Sehen. Mit der Straßen Richtung Semreach. Da haben wir jetzt einen Artikelhöter auf einem Baumstumpf. Wo ist der Pilze? Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle ist er da. Wir gehen weiter. So, und jetzt haben wir einen herrlichen Blick hier in Stübing. Hier in Stübing, da haben wir heute unser auf dem Pfaffenkogel begonnen. Wir werden jetzt dann in absteigen. Und dann ist am Pfaffenkogel beendet. So, und jetzt haben wir einen schönen Ausblick auf Stübing, unseren Ausgangspunkt für unsere Rundwanderung. Hinten sehen wir Bekau. Hinten der Hügel, das ist der Hohe Trötsch. Im Winterbauer. Gut, das passt.